Zeitzauber. Wir wollen endlich anfangen. Wir wollen endlich anfangen. Na, dann schieß mal los, Egon. In erster Linie brauchen wir ein Boot, einen Bus und 100 Ballons. Immer hereinspaziert. Nächste Station Mallorca und Schlachtefest und Palmen und Carmen Sevilla. Hallo lieber Erik, schön, dass wir uns heute zum dritten Mal treffen. Alle guten Dinge sind drei, heute zum Faschingsdienstag habe ich auch was zum Naschen mitgebracht. Das ist wunderbar, ich hoffe, du hast keinen Pfannkuchen mit Senf mitgebracht. So, und du bist wahrscheinlich neugierig auf den neuen Wagen, ne? Genau, extra, eigentlich wollte ich heute nicht mehr aus dem Haus gehen, aber für den neuen Wagen und netten Kollegen auf alle Fälle. Na dann, probieren wir den mal aus, oder? Probieren wir mal. Ich muss erst mal sagen, der Bus sieht totschick aus. Sag ich doch. Dort, was er jetzt macht, ist der sogenannte Lichttest. Ja. Ich gehe noch mal hinten durch. So. Vielleicht noch eine kleine Info für deinen Zuschauer, Fred. Die Kameras habe ich geputzt, weil die zum Abbiegeassistenzsystem gehören. Und die geben dann manchmal eine Fehlermeldung aus, wenn die verdreckt sind. Und ich habe auch gesehen, das hat sich gelohnt. Also da war schon ein bisschen ein Dreckfilm drauf. Jetzt sieht man allerdings trotzdem, dass auf der rechten Seite irgendwas nicht ganz okay ist für das Fahrzeug. Müssen wir mal beobachten, wie sich das entwickelt dann im Laufe der Fahrt. Auf alle Fälle interessant für mich und für die Abonnenten und vielen Dank für die Info. Na bitte, bitte.
Leben zwei Glückskinder.
Stimme, nicht auf Straße. S-Bahnhof Trachau, Übergang zum Regionalverkehr.
Krankenhaus Neustadt.
zum regionalen Verkehr. Thank you.
down, please.
Nächste Haltestelle, Fontane Center.
So, Erik. Geschafft, genau. Also Rollen tut auch sehr schön. Also ich stehe hier vorne richtig angenehm, brauche gar keinen Sitzplatz mehr. Alles perfekt. Das würde ich gerne, ja. Jetzt wäre es schön, wenn wir irgendwo einen Kaffee trinken könnten. Das kriegt man hin. Und dann würde ich noch ein paar Fotos zur Erinnerung von dir machen. Klar, sehr gerne. Schlecht, ja. Genau. Wunderbare Konstruktion. Was ich an dem Bus ebenso sehr mag, ist neben dem modernen Inneren natürlich auch, dass die Fenster so sehr groß sind, so hoch reichen. Das ist einfach für den Lichteinfall und natürlich auch für den Gesamteindruck eine einwandfreie Sache. Ich kann ja jetzt nur aus der Perspektive des Fahrgastes reden, aber mir gefallen die Busse ausschließlich gut, formschön, sehen gut aus, rollen gut, also Federung prima, könnte ich jetzt erstmal nichts Nachteiliges sagen, aber die Fachleute und Fachkräfte seid natürlich ihr Busfahrer, die das noch etwas besser einschätzen können. Genau, MAN ist mit der Generation jetzt auf serienmäßige Einzelradaufhängung an der ersten Achse übergegangen. Vorher hatten unsere Fahrzeuge immer noch eine durchgehende Achse. Und das äußert sich dann eben auch im Federungsverhalten. Also man merkt das dem Bus an, dass der jetzt jedes Rad einzeln gefedert hat. Und wie du es ja schon gesagt hast, das macht das ganze Fahrgefühl einfach wesentlich angenehmer. Ja. Gut, wir gehen uns mal einen Kaffee holen. Das machen wir, da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Platz.
Übergang zum Regionalverkehr.
S-Bahnhof Grenzstraße. Übergang zum Regionalverkehr.
Assistent, der sofort verstummt ist, sobald ich dann den Blinker angemacht habe. Ja.
Haltestelle Buxdorf am Grunde. Übergang zum Regionalverkehr.
wilder Mann. Nächste Haltestelle, Stephanstraße.
Bahnhof Drachau. Übergang zum Regionalverkehr. Haltestelle Peschelstraße. Übergang zum Regionalverkehr.
Nächste Haltestelle, Elbe Park. Nächste Haltestelle, Gewerbegebiet Kalitz.
Da hast du mich wunderbar nach Hause gebracht. Ich jetzt nur 5 Minuten laufen und mich in den Sessel fallen lassen. Und was das besonders Schöne war, dreimal hintereinander eine angenehme Fahrt mit verschiedenen Verkehrsmitteln. Ich danke dir, aber die angenehme Fahrt hier hatte natürlich oder hat mir natürlich teilweise das Fahrzeug abgenommen. Ne? So, ich muss bloß mal kurz eintragen, wenn ich dann gleich zur Pause runtergehe. So, 9330 werden das sein. Mensch, also wirklich noch nagelneu. Genau. Und dann sind das 70 Kilometer. Und du hast sicherlich im Hintergrund gehört, die Kinder waren immer begeistert. Genau, denen fällt das auch auf. Aber so war ich früher auch mal. Ich auch. Genau. Also Fred, ich war mir ein Fest, dass du bei mir da warst. Vor allem mit nur wenigen Stunden Vorlaufzeit diesmal. Also absolut einwandfrei und ja. Ich wollte heute eigentlich auch gar nicht. Früh war es stürmisch, die letzten Tage wenig geschlafen. Aber als du mir das Angebot gemacht hattest, musste ich einfach, netter Kollege, neuer Bus, passte und die Abonnenten werden sich auch freuen. Und ich hoffe auf ein baldiges wieder. Sehr, sehr gerne, Fred. Jederzeit. Recht vielen Dank. Dann wünsche ich dir allzeit gute Fahrt. Jetzt noch die restliche Runde mit dem neuen Bus. Nachher nach der Pause dann weiterhin angenehme Fahrt und später dann einen recht schönen Feierabend und ich würde dann morgen wieder ins Geschehen eingreifen. Alles klar, Fred, so machen wir das und wir winken. No? Genau, das besonders gerne. Also dann, mach's gut, Fred. Alles Gute, tschüss. Ciao. Was wir von dort mitgehen lassen müssen, ist ein Film. Ein ganz spezieller Film natürlich, der Daten enthält, die top secret sind. Die so geheim sind, dass niemand weiß, ob man überhaupt wissen darf, dass man das gar nicht wissen darf.